So, als nächstes wäre das Fahrwerk dran. Da werde ich natürlich auch alles auseinandernehmen. Ihr seht schon, diese Lok hat schon einige Kilometer hinter sich. Dann kommt der Umschalter weg, der wird ja nachher nicht mehr gebraucht. Auch dieses ganze Gedöns kommt ja heraus. Da gibt es wieder einen anderen Antrieb. Hier kommt diese Schraube raus. Dann müsste der Umschalter herauskommen. Jawohl. Dann wird auch dieses hier ausgebohrt. Das brauche ich ja nicht mehr. Das fräse ich einfach ab. Diese Geschichte, das habe ich, dieser Umschaltpunkt. Gebe zu, es sieht hier jetzt aus wie auf einem Schrottplatz, wenn was ausgeschlachtet wird. Ja, so ähnlich ist es ja jetzt auch. Denn diese Geschichte wird ja nicht mehr verwendet. Da kommt was anderes rein. Und auch hier dieses Fahrwerk. Das werde ich wohl komplett zerlegen müssen, denn da ist ja alles sehr, sehr schmutzig und auch und deshalb werde ich das Ganze hier zerlegen, um einen richtigen, sauberen Neustart des Modells zu ermöglichen. Ich baue jetzt hier diese ganzen Zahnräder aus, um sie dann zu kontrollieren und auch zu reinigen. Und hier erstaunlich ein Kunststoffzahnrad, das hatte ich ja bei einer E63, das war ja defekt. Da hatte sie Zahnausfall. Da sieht das jetzt bei diesem Zahnrad gut aus. Und es ist schon erstaunlich, dass man hier diese Zahnräder teilweise aus Kunststoff gefertigt hatte. So, zum Ausbau nehme ich immer hier so einen kleinen Fliesenhammer. Der hat nicht arg viel Kraft, aber doch genauso viel, um diese Bolzen hier
heraustreiben zu können. Auch hier ein Kunststoffzahnrad. Wie ihr seht, ist das Ganze jetzt zerlegt und ich kann das in mein Orangenbad geben, so wie es ist. Und danach, wenn alles sauber ist, kann ich es dann begutachten. Diese Achse lasse ich drin da. Das putzt sich so. Und dann wird die ganze Schose hier sauber gemacht. Ich stelle jetzt mal nach der Reinigung im Orangenbad aus. Jetzt kommt noch ein bisschen Feinschliff. Nach der Grobreinigung sah das Zahnrad so aus. Und jetzt nach der Endreinigung sieht dieses Zahnrad so aus. Vorn bekommt sie natürlich nachher noch schön die Farbe, aber so kann ich jetzt die anderen zwei auch noch sauber machen und dann ist dieser Teil abgeschlossen. Meine Reinigungsmethoden sind ja manchmal schon ein bisschen anders und ich mache das mit einer alten elektrischen Zahnbürste. Da fahre ich praktisch an den Zähnen hier vorbei. Das trifft es ja ganz gut. Und ich kann dann hier die Zähne richtig picobello sauber bekommen. Das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Das ist meine Art hier mit der Reinigung von solchen feinen Sachen umzugehen. Das fiel mir letztens mal ein. Warum nehme ich nicht eine Zahnbürste? Die könnte doch hier auch gute Dinge verrichten. Und wie ihr seht, ist das Wasser hier ja auch schon richtig dunkel. Das heißt, das war alles der Schmutz, der an diesen Zahnrädern und dem Fahrgestell hing. Und so habe ich im Prinzip das beste Ergebnis. So beuge ich gegen Karies vor. Und das ist das Ergebnis. Und so, damit kann ich ehrlich gesagt leben. Jetzt habe ich hier meine drei Antriebsräder, die Gegenräder. Das Ganze werde ich natürlich noch unter fließend Wasser von den Resten des Orangenreinigers befreien. Aber im Prinzip bin ich dann mit den Rädern durch. Nach der farblichen Behandlung sieht die ganze Sache so aus. Und das ist die andere Seite. Die wird nachher auch so aussehen. Auch der Pantograph ist wieder richtig schick geworden und erstrahlt im alten Glanz. Und das alles mit der elektrischen Zahnbürste. Bin ich schon begeistert.
Charlie hat sich auch zu mir gesellt und leistet mir hier Gesellschaft beim Umbauen dieser Lok. Ich habe auch bei dieser Lok vor, einen Pufferspeicher einzubauen. Das ist der Staco 3, meine ich. Der bekommt hier auch seinen Platz. Und ich werde den jetzt mit Gewebeband etwas isolieren, damit da kein Kurzschluss entstehen kann. Man kann das natürlich auch mit Schrumpfschlauch machen. Das bleibt jedem selbst überlassen. Ich mache das halt eben mit Gewebeband. Dann kann ich den hier so eindrücken. Und jetzt ist das Ganze in trockenen Tüchern. Ich habe den Kondensator oder das Kondensatorpaket hier vorne jetzt drin. Dann kann ich hier die Verkabelung in Schrumpfschlauch fassen und der Lautsprecher wird im Hintergrund, das Chassis sozusagen, wird gerade gedruckt. Denn dieser, der ist zu hoch. Und jetzt habe ich mir einfach die Datei genommen und habe die hier gekürzt. Und jetzt bekomme ich einen Lautsprecher in der richtigen Höhe. Und dann kann ich das hier auch aufkleben mit einem doppelseitigen. Und ich habe diese Seite dann fertig. Hier vorn ist die Platine auch schon leicht gekürzt und wartet im Prinzip nur noch auf den Anschluss von mir, dass ich das einsetze. Charlie schnurrt hier vor sich hin. Ein beruhigendes Schnurren. So muss das einfach sein. So wie es aussieht, hat er sich auf meiner Zange wieder bequem gemacht. Das macht er gerne. So schaut mir mein Kleiner zu, wie ich die Sache hier so bewerkstellige. Und sein Schnurren beruhigt. Dann löte ich die Kabel hier wieder an diese Platine. Da habe ich einmal das Kürzen.
kommt einmal die Plusversorgung hin. Dann die Lichtversorgung. Dann kommt hier oben an AUX 2. Die Schlussleuchte hin. Ich ja meine Kondensatorschaltung. Die kommt ja hier dann auch noch ran. Natürlich die Kondensatorschaltung, die Pufferschaltung bekommt jetzt hier die Masse und hier das Plus. Dann kommt hier die Masse. Dann habe ich hier noch ein Plus zu vergeben. Dann kommt hier die Plusversorgung hin. Und dann haben wir natürlich noch den Motor. Da kommt die eine Seite hin.
Und dann kommt die andere Seite noch, das orangene Kabel. Ist diese Geschichte im Prinzip soweit verdrahtet. Ich kann jetzt hier noch den AUX 1 anschließen für das vordere rote Licht. Und dann kommt, ich habe das etwas knapp gemacht, aber das ist bewusst so, denn ich möchte hier nicht unnötig Kabelsalat drin haben. Jetzt werde ich hier noch die Plusversorgung nach unten führen. Das geht ja an meine Adapterplatine oder beziehungsweise an meinen Übergang an dieses Bauteil ran. Da kann ich das ein bisschen abschneiden und dann gleich hier noch mit verlöten. Das auch schon passiert. Und jetzt muss ich mich natürlich in erster Linie um den Sound kümmern, denn ich stecke den Decoder ein und dann verlöte ich die zwei Kabel und dann ist die ganze Geschichte hier soweit in trockenen. Habe ich natürlich noch die Masseverbindung, die kommt hier durch. So, dann ist dieser Kabelwusch ein bisschen im Zaun. So wie sich das gehört. So, dann schaue ich mal nach dem Sound. Das Ganze ist jetzt zusammengebaut. Ich habe versucht, die Kabel einigermaßen ordentlich zu verlegen. Und jetzt kommt die Testfahrt. Sound wird dazu geschaltet und ihr hört, der funktioniert, auch der Lichtwechsel funktioniert.
richtig weites Laufen. Und ohne Sound nahezu unhörbar die Lok. Auch der Pufferspeicher ich schalte jetzt aus. Das dürfte reichen, um diese Lok wirklich über eventuell verschmutzte Gleisstücke zu manövrieren. Ich zeige es nochmal. Lass sie jetzt mal laufen mit Sound aus. Das reicht. Da kommt die mit Sicherheit über solche Streckenabschnitte hinweg. Jetzt ist das Fahrgestell soweit fertig. Ich warte jetzt nur noch auf schön Wetter, damit ich dieses Gehäuse dementsprechend noch umlackieren kann. Dann kann ich es aufsetzen und die Lok ist dann fertig. Zuvor natürlich hier wieder die Umrandung rein. Die werde ich jetzt auch noch etwas sauber machen. Hier diese Klarsichtscheiben oder diese Teile, die ja praktisch innen reinkommen nachher, die sind wieder richtig schick geworden.